22 Punkte in 11 Spielen hat Werder geholt unter Viktor Skripnik. Steffen Kirchner, Mentalcoach, ist bei uns. Hallo. Schönen guten Abend. Steffen, was hat Viktor Skripnik in den Köpfen der Spieler verändert, seit er dort ist? Schwer zu sagen, wenn man nicht direkt dort ist, aber was man nach außen sieht. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig immer für Spitzenleistungen. Und das ist nicht die spielerische Qualität an sich, das ist erste Folge. Das erste ist immer die Identifikation. Die Identifikation des Spielers mit dem Verein, mit seiner Aufgabe, mit der Situation, mit der Mannschaft, auch mit dem Trainer. Und diese Identifikation hat er offensichtlich sehr, sehr gut dahin gebracht. Denn Identifikation erschafft gute Gefühle. Und diese Emotionen brauche ich, um motiviert zu sein, um fokussiert zu sein, um das dann auch umsetzen zu können, was ich spielerisch eigentlich auch drauf habe. Wie schafft er das? Durch Gespräche? Durch Gespräche, durch Körpersprache natürlich auch. Auch überhaupt durch seine, ja, durch seine Art, wie er auch ist. Mit Sicherheit auch in Kombination mit seinem Trainerteam, mit Frings und so weiter. Das macht er einfach gut. Und ja, ich sag mal, die gesamte Persönlichkeit ist da wichtig, weil Worte alleine bewegen nichts. Die Worte müssen vom Kopf ins Herz. Und das schafft er offensichtlich durch seine Art, dass er auch nah ist, dass er die Spieler auch berührt, körperlich wie eben auch durch, ja, durch eine emotionale Ansprache, die er hat. Die Worte vom Kopf ins Herz, ist das einfacher bei jungen Spielern umzusetzen als bei erfahrenen Profis? Grundsätzlich kann man das so nicht sagen, aber im Falle von Werder Bremen bestimmt, weil gerade auch die Spieler, die sie jetzt integriert haben, viel aus dem eigenen Nachwuchs auch eine ganz starke Identifikation auch mit dem Verein haben. Die machen da in Bremen wirklich einen guten Job, da wo sich die Spieler auch tatsächlich mit dem Club, mit dem Spirit, den Werder Bremen auch hat, identifizieren. Und von dem her kann man da diese Spieler über die Identifikationsschiene besser emotionalisieren als vielleicht ein Spieler, der das erste Jahr überhaupt erst bei Bremen spielt und ganz andere Selbstidentifikation mitbringt. Für das Stichwort Spirit im Club haben Sie noch ein ganz gutes Beispiel gebracht am Anfang. Sie haben auch zusammengearbeitet mit Niklas Füllkrug, ja, der mittlerweile nicht mehr in Bremen ist, aber ja, in Nürnberg. Der hat das auch so ein bisschen beschrieben. Wie hat er das beschrieben? Ja, mit Niklas arbeite ich bis heute zusammen und heute ist es, er sagt auch, bis heute ist es sein liebster Wunsch, jetzt mit dem ersten FC Nürnberg aufzusteigen wieder, aber er spricht auch bis heute davon, dass einer seiner Lieblingsclubs nach wie vor und wahrscheinlich für immer der Werder Bremen bleiben wird, weil er auch diese Identifikation ja aus der Jugend raus mitbekommen hat. Er war lange in diesem Club und sein Herz hängt auch an diesem Club. Das merkt man auch ganz klar und das ist bei Spielern, die offensichtlich von dort kommen, generell der Fall. Und da merkt man eben, dass die dann einen sehr guten Job machen von diesem Spirit, der dort herrscht. Und der trägt sich offensichtlich auch sogar noch einige Jahre weiter, sogar wenn man nicht mehr bei dem Club ist. Und das spricht natürlich für den Verein. Und das ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die das wahrscheinlich jetzt dann wieder schaffen, über diese Ebene. Sie schaffen es über diese Ebene, Identifikation, also ein entscheidendes Stichwort. Wie lange kann sowas von Dauer sein? Oder anders gefragt, gibt es auch Parameter, die das wieder in die andere Richtung bewegen könnten bei Viktor Skripnik und Thorsten Fink? Ja, absolut. Also was schafft ja, Identifikation? Es schafft einen bestimmten Stoff im Körper. Man nennt den Oxytocin. Man nennt es das Kuschelhormon. Ja? Okay. Und das Kuschelhormon ist sowas. Ich fühle mich verbunden dann mit einer Aufgabe und mit einem Menschen. Und diese Verbundenheit kann natürlich auch beschädigt werden, durch das, dass mir zum Beispiel Vertrauen entzogen wird, durch das, dass ich vielleicht angelogen werde oder respektlos behandelt werde. Und dann kann sich das auch vom Positiven ins Negative umdrehen. Das heißt, ein Spieler, der etwas liebt, der kann auch anfangen, das zu hassen. Ja? Also von dem her ist es natürlich ein großes Pfund, ein großes Potenzial. Auf der anderen Seite auch eine große Verantwortung für den Trainer, für den Verein, damit auch respektvoll umgehen zu können. Denn wenn ich auf der Ebene der Emotionalität spiele, dann habe ich eben auch die Verantwortung dafür, damit sensibel und respektvoll umzugehen. Heißt das, das erste Ziel von den Bremern muss auch sein, die Spieler dann länger zu halten, diese Jungen vor allem? Klar, das wünscht sich natürlich jeder Club. Das ist immer wichtig, dass man Spieler hält, weil sich ja nicht nur die Spieler mit dem Club identifizieren, sondern auch die Fans identifizieren sich mit den Spielern. Und gerade in Bremen weiß man ja, wie wichtig das Publikum dort ist, gerade auch aufgrund der Gesamtsituation, die die haben. Das wird nie der reichste Club wahrscheinlich der Liga werden. Von dem her leben die schon immer von Emotionalität. Und ja, wofür haben Fans mehr Herz als für Spieler, die sie schon lange Zeit kennen? Also alleine aus dem Gesichtspunkt ist das wichtig. Und die beiden schaffen es derzeit abzurufen, Viktor Skripnik und Thorsten Frings dann natürlich in erster Linie verantwortlich ist. Also im Moment alles gut bei Werder. So viel wollen wir mal festhalten. Die